Olga Smirnova, bis vor kurzem prima Ballerina am Moskauer Bolschoi-Theater. Jetzt tanzt sie in Amsterdam für das niederländische Nationalballett, weil sie Putin und den Krieg in der Ukraine kritisiert hat. Sie sei mit ihrer ganzen Seele gegen den Krieg, schrieb die 30-jährige Ballerina wenige Tage nach Kriegsbeginn auf Telegram. I think after 5-6 days I made this statement on Telegram because Nach 5 oder 6 Tagen habe ich die Erklärung auf Telegram abgegeben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich es tun muss. Es hat mir so leid getan für all diese Menschen, die ihre Häuser, ihr Zuhause verloren haben. You know, big problems with the people who need to lose their houses, their homes. Smirnova verließ Russland heimlich. Nur ihr Mann und der Direktor des Balletts in Amsterdam wussten davon. Mit den TänzerInnen am Bolschoi-Theater hat sie keinen Kontakt mehr. Als Überläuferin sieht sie sich aber nicht. No, I didn't think like it's defection or something like this. I was honest with myself and. Ich denke nicht, dass das ein Überlaufen oder ähnliches war. Ich war einfach ehrlich zu mir selbst und bin meinem Gewissen gefolgt. Es hat sich richtig angefühlt, als würde ich in die richtige Richtung gehen. Ich habe es nicht als Überlaufen empfunden. 10 Jahre war Smirnova am renommierten Bolschoi-Theater und tanzte in allen großen Stücken die Hauptrolle. Jetzt fürchtet sie, dass Bolschoi könnte zunehmend isoliert werden. As a country is in isolation. Now also the Bolshoi isolated from the other world. Russland wirkt wie ein Land in der Isolation. Jetzt ist auch das Bolschoi abgeschnitten von der Welt. Ich hatte wunderbare Jahre dort, weil so viele ChoreografInnen, die Besten der Welt, dort waren und sogar originale Ballette für das Bolschoi kreiert haben. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich Teil der Welt. Ich denke, das hat mit dem Krieg alles aufgehört. Namhafte Choreografen wie Jean-Christophe Maillot oder Alexei Radmansky haben ihre Zusammenarbeit mit dem Bolschoi bereits beendet. Auch einige TänzerInnen haben das Ballett verlassen. Smirnova ist aber die erste Russin, die dem Bolschoi den Rücken kehrt.